Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Hallo? Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Wir sind momentan dabei, eine Reise ins Ungewisse anzutreten. Haben auch schon eigentlich das erste große Stück Land gefunden. Wir könnten hier eigentlich wirklich loslegen, weil es sieht eigentlich schon ganz gut aus, um einen kleinen heimlichen Minenfuchsbau zu bauen. Aber ich möchte ein bisschen mehr Distanz zurücklegen. Wir sind einfach noch viel zu nah am Hauptort. Ich möchte einfach weiter. Ich möchte weiter raus und deswegen laufen wir einfach noch ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir auch nochmal ein zweites Meer und dann überqueren wir das auch nochmal. Dann sind wir definitiv weit weg, weil also wir sind jetzt noch nicht so weit weg, dass ich sagen würde, es ist eine dicke, tolle Leistung. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. Ich habe die Dünenmap nochmal zurechtgerückt. Wenn wir jetzt nochmal bis zum Rand latschen, dann haben wir wirklich ein gutes Stück zurückgelegt. Hallo. Ein paar Schweinchen. Hier ist wieder Sumpf. Das wäre natürlich jetzt auch eine Möglichkeit, aber wir haben ja schon einen Sumpf-Außenposten. Ich will nicht schon wieder in Sumpf. Wüste könnte ich mir vorstellen. Wieso nicht? Das könnte man machen. Oder so eine Eis, in dieser Eiswelt, wo es so eiskalt ist. So ein Eisberg, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Da einfach einen kleinen Bau zu machen. Da vorne leuchtet irgendwas verdächtig. Gehen wir mal weiter. Muss gucken, auf der Dünnmap Richtung stimmt noch. Bestimmt Lava. Ja. Au. Müssen wir auf unser Leben aufpassen, dass wir nicht drauf gehen. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Was ist das? Was ist das? Das sieht wertvoll aus. Ah ne, es ist einfach nur normaler Cobblestone. So, wir gehen weiter. Ah, hier wäre schon auch. Also an sich ist es geil hier eigentlich. Riesige Gegend, bergig. Hier unseren Bau zu finden, wird quasi unmöglich, wenn man nicht auf der dünnen Map guckt. Hier, das ist schon eigentlich ganz cool. Aber ich will halt mal ein bisschen mehr Distanz zurücklegen. Das ist mir noch zu nah. Ich will weiter weg. Komm, machen wir auch. Ich muss auf mich selber hören. Manchmal muss man auch mal was leisten. Wir können ja nicht von einer dicken Reise reden und dann sind wir nach 10 Minuten fertig. Das geht nicht. Das geht so nicht. Das kann so nicht angehen, Leute. Oh oh. Die Reise wird wahrscheinlich sowieso enden, weil ich mir die Beine breche, ey. Oh. Sehr bergig hier, ne? Also, Hashtag Real Talk. Sehr bergig. Aber, von der Größe des Gebietes her ist hier auf jeden Fall sehr viel Land wieder. Das wäre jetzt optimal eigentlich. Aua. Mäh. Hallo. Aber ich gehe weiter bis zum nächsten Meer und dann überqueren wir das auch nochmal. Wenn es denn nochmal ein Meer gibt. Vielleicht kommt jetzt hier auch noch ganz viel Land. Who knows? Who knows? Hier ist auf jeden Fall ein kleiner Fluss. So. Stimmt die Richtung noch? Jo, Richtung stimmt noch. Alles fein und vom Besten. Geiler Birkenwald. Also wenn wir mal Birkenholz haben wollen, optimal. Auf geht's. Birkenfuchs. Claim muss rein. RP Claim Birkenfuchs. Boop. Und wir haben einen kleinen Save Point gemacht. Falls wir drauf gehen, können wir immerhin vom Birkenwald wieder neu starten. Weiter geht's. Ich bin ja Birkenfan. Ich finde, die Dinger sehen einfach hübsch aus. Sie sehen auch in echt einfach hübsch aus. Ich glaube, meine LED-Lampe kackt gerade ab. Dililit flackert hier so vor sich hin. Dübid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 
Oh, wisst ihr Bescheid, ne? So, weiter geht's. Durch den Birkenwald werden wir gehen. Da kann man ein paar Schafe drin sehen. Und auch Hühner tummeln sich darin. Rinder kriegen wir nicht hin. Ja, das würde ich doch mal als ein ordentliches Gebiet bezeichnen. Ey. I'm stuck. Stimmt die Richtung noch? Oh, nicht so ganz. Wir müssen irgendwie so dahin eher. Ja, so stimmt die Richtung wieder. Bräuchte so einen Kompass tatsächlich. Hätte ich mir mal einen machen sollen. Aber zu spät. Müssen wir jetzt so durch. Geht langsam auch der Modder aus. Zum Dinge überbrücken. Hallo, hier wird es ein bisschen steiniger, habe ich das Gefühl. So, Richtung stimmt aber. Wir latschen, soweit uns die Füße tragen. Klein Pfötchen. Wuhu, zack, läuft. So ein kleiner Indoor-Pool, der draußen ist und kein Pool, sondern ein Teich. Voll gut. Okay, hier lang, hier lang, hier lang. Oh, das sieht etwas unüberwindbar aus. Müssen wir drum rumgehen. Die Bär kriegen wir schlecht überwunden. Die Dünnmap ist schon am Nacheiern. Da, wo ich langlaufe, entsteht gerade so nach und nach, sehe ich hier, wie sie uns verfolgt. Hart am Rändern. Komme ich da hoch? Ja, geil. Das ist ja optimal. Das ist ja optimal. So, guck mal. Besser ist hier der Fahrstuhl. Wäre natürlich auch eine Option hier so, ne? An sich sieht das hier ja ganz geil aus. So den Berg hängen oder so. Aber... wir gehen noch weiter. Ich bin noch zu nah. Ich sag euch das. Wir sind noch zu nah. Au. Au. Moin. Guck mal. Hier ist noch Leben. Das geht so nicht. Hä? Gönn dir. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Ich will nichts von dir. Ich will nichts kaufen. Ich will nichts hören. Nichts sehen. Nichts riechen. Alles ist gut. Was sagt die Dünnmap? Die Dünnmap sagt da lang. Passt vom Weg her. Hier wird es wieder ein bisschen fichtenmäßig. Ein Schwein. Hallo Schwein. Wieder ein bisschen nachjustieren. So. Hier sind die Hänge des Schicksalsberges, meine Freunde. Also, wir haben auf jeden Fall doch... Grüße gehen raus an Shadowlands. Wir haben hier doch... ein großes Gebiet entdeckt, also kann man jetzt echt nicht, aua, nicht meckern, au. Haben wir ganz gut gemacht, würde ich sagen. Hier wieder hoch. Moin. Weiter geht's. Das ist cool. Das ist cool. Das habe ich nämlich noch gar nicht gefunden. Ist das jetzt Dschungel oder ist das einfach... au, 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 vorsichtig. Ist das einfach nur Dschungel? Oder sind das... nee, das sind riesige... einfach nur riesige... Fichten, glaube ich. Doch kein Dschungel. Aber guck mal, dann gibt es hier diesen braunen Bodenbelag sozusagen. Richtung stimmt noch. Warte, hier lang. Eigentlich finde ich das ganz geil hier.
Ich glaube, hier finde ich es gut. Wollen wir es hier? Wollen wir uns hier einquartieren? Ich finde, das ist eine super Idee. Hier sieht das muggelig aus. Hier will ich bleiben. Hier ist es schön. Okay. Dann bauen wir uns jetzt hier ein kleines, unter den Bäumchen hier so ein ganz kleines Lager. Es muss wirklich nicht groß sein. Einfach hier so unter den Bäumen. So machen wir das. So machen wir das. Und ich baue das am besten. Mache ich das aus Modder, dass man es nicht sieht? Soll ja geheim sein. Wir könnten das auch in einem Baum bauen. Oben drauf. Dann sieht es erst recht keiner. Dann wären wir so richtig safe. Müssen wir nur einen Baum ein bisschen verbreitern. Gutes Stück verbreitern sogar. Der hier ist halt richtig geil hoch. Das machen wir. Komm, das machen wir. Okay, pass auf. Das machen wir. Wir gehen jetzt nach ganz oben. Das wird unser neuer kleiner Außenposten und der wird richtig schön versteckt, sodass ihn keiner findet. Richtig geil. So. Okay, der muss auch nicht groß sein. Da müssen eigentlich nur ein paar Kisten reinpassen. Nebenbei müssen wir mal die Moddersäule wieder mit abbauen. So, da fällen wir zwei so eine Bäume. Klatschen das dann an einen anderen Baum ran, sodass man nicht sieht, dass wir den ein bisschen ausgehöhlt und vergrößert haben. Dann brauchen wir noch ein bisschen Baummaterial. Damit wir dann das auch so verdecken können, dass das aussieht wie ein großer, riesiger Baum. Und dann ist es gut. So machen wir das. So machen wir das. Ich claime mir das dann gleich schon mal. So, sehr gut. Oh, ich habe vergessen, die Moddersäule weiter abzubauen. Oh, komm schon. Scheiße. Na gut. Wenn man einmal unsauber arbeitet, ne? So, welchen hatte ich mir jetzt ausgesucht? Der da, weil der so schön groß ist. Wobei, der ist auch cool. Der ist auch sehr groß und der ist mehr in der Mitte. Wir nehmen den hier. Wir nehmen den hier. Jetzt muss ich mir einen kleinen Claim bauen. Der darf auch ruhig ein bisschen größer sein. Ich claime mir jetzt hier mal so ein... Ja, zu groß will ich nicht, weil sonst fällt das auf der dünnen Map so doll auf. Ne? Das muss eigentlich so ein kleiner Punkt sein. Ach, scheiß drauf. Machen wir von hier. Oh, was ist das? Machen wir von hier. Links. Bis hier. RP Claim Baumfuchs. Okay. Jetzt müssen wir schauen. Welchen Baum hatte ich mir jetzt ausgesucht? Ich muss da am besten ein Schild dran machen, dass ich das mir merken kann. Den da, den fand ich gut. Den nehmen wir. Das wird der Baum. Das wird der Baum. Ich muss den kaputt eiern. Und während wir das tun, glaube ich so, so,
Oh nein. Das muss natürlich ordentlich sein, sonst fällt es ja auf, ne? Templar Assassin joined the game. Grüße gehen raus an den Templar Assassin. So. So geil, also dann habe ich aber keine Beleuchtung da drinne. Aber das ist nicht so schlimm, es soll ja nicht auffallen. Das geht auch ohne Beleuchtung. Machen wir oben irgendwie Licht rein oder so. Beleuchtung gibt's nicht. Mit Beleuchtung fällt das zu sehr auf, dass ich hier so einen Baum gerade als Außenposten umbaue. Voll die gute Idee. Und von da aus können wir uns dann auch in den Untergrund einfach buddeln. Und obendrauf packen wir unser Häuschen hin. Voll gut. So mogen wir das. So mogen wir das. Und das muss halt richtig klein versteckt sein. Ein bisschen Glas. Dann brauchen wir ein bisschen von diesen. Müssen wir noch einen anderen Baum. Müssen wir sowieso fällen, weil das wird hier gleich nicht reichen. Und nehmen uns ein bisschen von seiner Baumwipfelkuppelkrone mit. Und bauen wir das zu Ende, ne? Voll versteckt sind wir dann. Das ist echt mal eine coole Idee. Okay, wir sind schon beim Baumwipfel. Den unteren lassen wir auch. Wir setzen das oben drauf. Aber wenn man von unten guckt, sieht man es dann auch erstmal nicht. Weißt du? Das ist gar nicht blöd. Das ist gar nicht blöd. Das Problem ist nur natürlich, ich muss jetzt das hier wegmachen. Ja, warte, wir holen uns. Wir holen uns jetzt erstmal Sachen. RP Fuchsturm. Hä? RP TP Fuchsturm. Man muss das auch richtig machen, ne? War hier wieder was los? Hab ich wieder ungewollten Besuch? So, wir brauchen Leitern. Und eine Lampe wäre ganz nice. Damit ich raffe, welcher Baum das ist. Da mache ich mir jetzt gleich eine Lampe ran. Dann haben wir wenigstens ein kleines Leuchten, woran man erkennen kann, ey, das ist der Baum, den ich mir erwählt habe. Und wir brauchen viele, 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 viele Leitern und so eine Schere, so eine Schafscherschere. Leitern, die sind, glaube ich, wenn, hier drin. Ach, acht. Scheiße. Dann nehmen wir ein bisschen Birkenholz und machen daraus Leitern. Und den Cobblestone-Kram bringen wir wieder weg. Den brauchen wir nicht. Leiter. So. RP Fuchsbaum, habe ich das so genannt? Nee. Ach scheiße. RP TP Fuchsbaum. Baum Fuchs. Ah, läuft. Holy shit. Was ist hier geschehen? Oh oh. Au! Ja, warten Sie, Hahn, warten Sie. Dieser Baum sieht verdächtig dick aus. Das ist er. Moment, Moment, Hahn. Ausgerechnet, jetzt ist hier die Folge zu Ende. Das ist ja voll kacke. So, warte. Wir machen eben noch die Leitern da rein. Weil ich will wissen, ob das geht. Was funktioniert. Geil. Wie geil ist das denn? Da machen wir oben halt so ein Glasding.
dass dann das Glas hier durchscheinen kann. Voll gut. Okay. Einmal noch nach unten den Teleporter eben noch ersetzen. Und dann war es das leider für heute. Und damit ist meine Aufnahmesession auch zu Ende. Das heißt, ich kann erst in einer Woche an meinem kleinen Baum aus dem Posten hier weitermachen. Das macht mich voll traurig. Naja, dann ist das so, ne? Komm hier, ganz heimlich. Das wird noch ein bisschen besser versteckt. Das ist jetzt erstmal nur für jetzt. So, ihr Lieben. RP, ZTP. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst auf eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Paar wieder. Bis dahin euch. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.